Hallo, ich bin Ascor von Spaniens Genusswelten. Heute mache ich uns Garbanzos con tomate y algas, auf Deutsch, Kichererbsen mit Tomaten und Algen. Was ist das Besondere an den Algen? Man kennt Algen eher in der chinesischen Küche, das ist seit über 1000 Jahren Kochkultur, dass man mit Algen sämtliche Gerichte zubereitet. In Spanien ist es tatsächlich auch so, dass Algen verwendet werden in der Küche. Das wollte ich heute euch mal ein bisschen näher bringen. Mehr dazu gleich. Zu dem Algengericht brauchen wir natürlich Algen, und zwar diese hier. Das sind die Wakame-Algen von Algamar. Algamar ist ein Produzent in Galicien, die nicht nur diese Algenform, auch andere Algen, also Meeresfenchel oder Meeresspaghetti und auch Kombu-Algen herstellen. Heute machen wir Wakame-Algen. Das sind jetzt 100 Gramm. Ich nehme jetzt ungefähr ein Drittel davon, weiche die ein. Das ist wichtig, so 15 Minuten vorher einweichen, weil die dann später unter dem Kochen dann untergehoben werden. Die brauchen dann ungefähr noch 20 Minuten Kochzeit. Machen wir die mal auf. Das ist ein ganz angenehmer Geruch nach Meer. Erinnert an die Nori-Alge, ist ein bisschen dicker, ist nicht flexibel. Dann nehme ich jetzt mal drei Stücke raus. Das Weiße im Übrigen, was ihr hier so seht, das ist Salz. Das ist das eigene Salz von den Algen. So, die drei Blätter legen wir mal in Wasser. Ich habe hier eine Schüssel hingelegt. Was brauchen wir noch für das Gericht? Also neben den Algen, was heute der Hauptdarsteller ist, brauchen wir noch Kichererbsen. Ich habe gestern so ein Glas Kichererbsen in diese Schüssel gegeben. Die über Nacht halt einweichen lassen, nur in Wasser, kein Salz, kein gar nichts, nur in Wasser, dann werden die so groß. Schaut einfach nach einem geeigneten Gefäß. Dann brauchen wir noch eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, 6 kleine Kartoffeln und ich habe hier Tomaten aus der Dose in Stücke, Olivenöl, etwas Petersilie für dann zum Anrichten, Salz, ein Topf, gute Laune und ja, dann legen wir gleich mal los. Von den jeweiligen Garzeitpunkten muss man ein bisschen aufpassen. Also erst habe ich die Zwiebel, die zwei Knoblauchzehen angebraten, von dem Kichererbsen das Wasser abgeschöpft. Also das Wasser von der Vornacht brauche ich nicht. Die Kichererbsen schon mal hier aufgesetzt mit Wasser, mit frischem Wasser, sodass die Kichererbsen bedeckt sind, weil allein die Kichererbsen brauchen so um die 40 Minuten. Ich werde jetzt die Kartoffeln schälen und klein schneiden. Die brauchen in etwa dann 10 Minuten. Die Algen brauchen gute 20 Minuten. Erst die Algen, dann die Kartoffel und dann eben die Tomaten zum Abschluss, sodass das in sich vor sich hin köchelt. Seht auch hier schon, wie sich die Algen verändert haben. Ja, innerhalb kürzester Zeit.
Es riecht hier auch im Übrigen nur durch das Wässern der Alge fast schon wie an der Küste. Das ist eigentlich auch das Besondere an Algen. Algen per se ist ein sehr guter Eisenlieferant. Wenn man Algen zu sich nimmt, muss man aber auch gucken, welche Sorte an Algen man zu sich führt. Es gibt halt eben unterschiedliche Zusammenstellungen von den Nährstoffen, dass eine Alge extrem viel Jod hat. Die Wakame-Alge hat nicht so viel Jod wie jetzt beispielsweise die Kombu-Alge, sodass man halt eben guckt, okay, welche Alge ist denn jetzt die richtige? Die Wakame-Alge erinnert vom Mundgefühl her an Mangold oder Spinat, wird in den Tiefen des Meeres geerntet, per Hand wohlgemerkt, also es gehen Taucher runter und haben so eine Sichel, erholen dann immer so Stränge, die sind sehr lang. Die werden bei 42 Grad in so großen Dörrautomaten getrocknet, knapp 35 Stunden und sonst nichts. Da kommen keine Konservierungsstoffe oder sonstiges dazu. Wo bekommt ihr die Algen eigentlich? Gebt einfach im Online-Shop www.spanien-shop.com in die Suchfunktion Algamar ein. Da bekommt ihr die Empfehlungen an den Algenprodukten, die ich bei mir habe. Und ja, dann legt einfach mal zu Hause los und kocht euer Schönes. Hast du nicht noch eine Chorizo noch dabei? Nein, heute keine Chorizo. Probier mal. Schmeckt gar nicht, tatsächlich nicht irgendwie fischig oder sowas, ne? Gell? Also wie eine feste Bandnudel, gell? So ein bisschen. Ja, aber schon so ein Gefühl, ein Touch vom Meer. Wir haben jetzt die Kartoffeln reingegeben und auch die Algen. Die brauchen jetzt in etwa 10, 15, 20 Minuten. In Abhängigkeit, wie es simmert oder schneller kocht. Wichtig ist dabei, dass die Kichererbse bereits schon 20 Minuten gekocht hat, weil die insgesamt 40 Minuten braucht. Die Kartoffel kann 15 Minuten köcheln und auch die Alge kann so 15 Minuten köcheln. Wir haben sowas Ähnliches schon mal gemacht mit Kichererbsen, allerdings damals mit Spinat. Ich verlinke euch mal ein Rezept dazu. Das wäre Potaje mit Spinacas. Und wenn euch die Rezeptideen gefallen, abonniert gerne den Kanal, lasst uns einen Daumen da, aktiviert die Glocke und kommentiert fleißig. Wir freuen uns immer. Genau, und der Daumen von Marc ist auch dabei. Man würde fast meinen, man sitzt hier im Hafen von Galizien, es riecht nach Hafen, nach Fisch und wir essen gleich einen Fischeintopf, ist aber dem nicht so. Wir haben Meeresgemüse heute gekocht, wie Algen. Das lassen wir uns jetzt lecker schmecken. Bis auf bald. Guten Appetit.